Amir von Android Next. Ich habe mir den nächsten Interviewkandidaten geschnappt, Ben Weiss bei mir, seines Zeichens auch Entwickler in erster Linie hier für uns, aber jetzt mal als Ansprechpartner für dieses ganze Event. Der ist nämlich einer der Organisatoren hier dieses GTAC Weekends im Rahmen des Google Developer Days GDD, der ja morgen offiziell stattfindet. Vielleicht erklärst du unseren Lesern, die ja mehrheitlich eher Nutzer sind, Entwickler sind hoffentlich auch darunter, was ist GTAC, was ist GDD, was findet hier eigentlich gerade statt? Gerne. Ja. Die GTAC und GDD ist beides sehr eng mit Google verknüpft. Der GDD ist der Google Developer Day, der von Google weltweit ausgerichtet wird. Das heißt, das ganze Ding fand statt dieses Jahr schon in Moskau, in Sao Paulo und noch ein paar anderen Locations. Berlin ist für dieses Jahr der letzte. Es werden ungefähr 2500 Entwickler erwartet aus ganz Europa. Also es sind Leute aus England da, aus Italien da, aus Spanien da. Und einmal quer durch. Und, das sind alles Entwickler in erster Linie, ne? Großteils. Ja. Also es ist eine sehr große Veranstaltung, die wirklich nur für Entwickler ist. Mhm. Also ist auch nicht gedacht für Marketingleute, sondern es ist sehr angenehm, da ist man unter sich, also unter Entwicklern. Ja. Und kann dort die neuesten Technologien kennenlernen, die neuesten Fortschritte, die Google gemacht hat. Die Stellen werden zum Beispiel für das neue Android-Betriebssystem für Ice Cream Sandwich, werden höchstwahrscheinlich morgen auch Talks genau auf dieses Thema kommen. Und wir haben als GTAX, also als Google Technology User Group, okay, das sind Leute, die mit den ganzen Technologien, die Google zur Verfügung stellt, arbeiten oder sich damit beschäftigen, haben uns gedacht, wir wollen da ein bisschen was drumherum stricken, weil einfach nur dieses Ein-Tages-Event ist langweilig und weil es eh am Samstag ist, können wir doch den Freitag und den Sonntag auch mitnutzen. Das ist gut für all die, was er eben sagte, die aus Europa angereist sind, die wollen ja ungern für einen Tag nur kommen, so genau, haben die hier noch ein bisschen Rahmenprogramm. Genau. Und wir sind jetzt mittendrin, drin läuft das Bootcamp, das heißt, wir bringen alle Leute mal auf den Stand, dass sie morgen mit den Talks anfangen können. Okay. Und wir haben hier heute drei Tracks, einmal Android, einmal HTML5 und einmal App Engine. Und haben diverse Leute, die auf Englisch hier vorne sitzen und dementsprechend erzählen, was denn da los ist. Okay, das hatten wir euch vorhin schon mal über die Landingpage in dem Stream gezeigt, mit paar Bildern. Also da wird sehr viel Entwicklerdeutsch, Entwicklerenglisch in dem Fall dann erzählt, über Code, wie man Apps distributed im Market, habe ich vorhin gehört, wie man Ant für Game-Development benutzt, sowas. Also verstehe ich als Laie alles nicht so im Detail, aber so wie ich es verstanden habe, werden hier nochmal die Basics aufgefrischt, damit, und das ist ja der Höhepunkt am Sonntag, also morgen der offizielle GDD und am Sonntag dann von euch ausgerichtete Hackathon. Genau. Worum geht es da genau? Am Hackathon wird erstmal schön gefrühstückt und dann finden sich ein paar Teams und dann wird losgehackt. Also das, was wir alles gelernt haben, wird dann angewendet und wir haben uns Home Automation auf die Fahne geschrieben. Home Automation betrifft alles, was einem das Leben zu Hause leichter macht. Mhm. Also Steckdosen übers Telefon ein- und ausschalten, Licht ein- und ausschalten, eventuell auch Indoor-Location, also gerade bei größeren Räumlichkeiten wie Einkaufszentren, Flughäfen oder einfach großen Veranstaltungsorten ist das auch eine ganz wichtige Sache, mal zu wissen, wer ist denn gerade wo, wie bewegen sich die Leute und vielleicht auch tatsächlich Leute, wenn sie es wollen, persönlich tracken. Okay. Also spannendes Thema, was dann am Sonntag hier beispielhaft quasi abgearbeitet wird, umgesetzt, das, was heute gelernt wurde. Sag uns doch nochmal ganz kurz, also die Location, die ihr jetzt im Hintergrund seht, ist die C-Base. Hier findet das statt, ist in Berlin, in der Nähe von der Janowitzbrücke. Was ist die C-Base? Das ist ein Anlaufpunkt für Entwickler. Also Berliner Entwickler, aufgepasst, hier findet ihr Gleichgesinnte. Genau, eine ganze Menge davon, auch sehr weit gestreut. Und die C-Base ist ein Hackerspace, wird auch auf Wikipedia als Mother of all Hackerspaces bezeichnet, was ja doch eine große Ehre ist, wenn es in der deutschen Wikipedia steht. Ja. Also ist relevant. Ja. Wir sind in der Regel so 30 bis 50 Leute, die hier an Bord sind. Wir haben aber weitaus mehr Leute, die nicht unbedingt vor Ort sind, die aber auch mitmachen. Und es gibt alle möglichen Themen. Android ist natürlich ein großes Thema. Wir haben aber auch Leute, die 3D machen. Wir haben Leute, die Kamera machen. Wir haben Leute, die hier unten im Keller auch Radio machen. Also alles kreuz und quer durch. Irgendwas, was mit Technologie zu tun hat. Und ich organisiere hier auch den Android-Stammtisch. Und wir treffen uns einmal im Monat, am letzten Mittwoch. Und machen dann abends große Veranstaltungen und erzählen, was wir gerade gemacht haben. Mhm. Jeder ist gerne dazu eingeladen, vorbeizukommen, auch selber Vorträge zu halten. Und immer gut besucht und macht immer großen Spaß. Cool, also wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr Entwickler seid oder einfach nur technisch interessiert seid, kommt hier vorbei. Das ist, wie gesagt, Janowitzbrücke, seht ihr da hinten, die genaue Adresse ist? Die Rungestraße 20. Rungestraße 20, einfach mal vorbeischauen. Letzter Mittwoch im Monat immer der Android-Stammtisch, aber auch ansonsten könnt ihr einfach mal reinschneiden. Genau. Vielen Dank, Ben. Alles Gute für den Tag, für das Wochenende hier und bis zum nächsten Interviewpartner. Tschüss, Armin von Android Next.